haben es gesagt, der Verwaltungsrat wird auch neu aufgestellt. Inwiefern ist das eine Bedingung gewesen, dass der Verwaltungsrat muss so erneuert werden? Ich muss ein bisschen zurückblenden. Wir haben früher eine Situation gehabt, wo der Kanton mit zwei anderen grossen Unternehmungen Hauptaktionär war, zwei andere Unternehmungen, die aus der Branche waren, Alpiq und Axpo. Und wir haben das für eine gute Situation angeschaut. Und wir haben darum immer gesagt, wir müssen ein wettbewerbliches Denken haben, auch im Verwaltungsrat als Gremium, um dort eine gute Qualität von Entscheidungen herbeiführen. Allerdings müssen wir auch einen guten Verwaltungsrat haben, der kompetitiv im Wettbewerb mit der Geschäftsleitung auftreten kann, einen Mehrwert kann einbringen kann. Insofern ist es wirklich für uns ein sehr guter Moment, dass es uns gelungen ist, zwei weitere Branchen, die sehr wichtig sind im Energiegeschäft, jetzt im Aktionariat auch zu haben, in den Verwaltungsrat einzubinden. Es ist nicht eine Bedingung, sondern es ist einfach eine gute Voraussetzung.